Herzlich willkommen zurück zu Blood Bowl 2 mit Arezu. Ich bin Arezu. Und bevor es gleich ins Spiel geht, müssen wir erst einmal aufleveln. Die letzten beiden Spiele sind ausgefallen. Einmal, weil ich nicht konnte. Einmal, weil der Gegner aus der Liga ausgestiegen ist. Das heißt, wir haben einen Lose und einen Win drin, bei denen ich nicht wirklich beteiligt war. Aber wir können trotzdem aufleveln. Und zwar unsere beiden Hexenkriegerinnen. Einmal Samantha Carter. Kann aufsteigen und wird höchstwahrscheinlich Blocken bekommen. Das wird noch relativ... Ja. Nichts Besonderes, kein Pasch gewürfelt. Und Felicity Smoke, das könnte interessanter sein. Denn sie ist schon Blodger. Und sie bekommt einen Geschicklichkeitspunkt. Das ist doch was Schönes. Weil jemand mit 5 Geschicklichkeit irgendwie festzuhalten, ist schwierig. So, und damit haben wir das schon erledigt. Das heißt... Jetzt geht's auch gleich ins Match, wo ich dann wieder reinschalte auf dem Spielfeld. Also, bis gleich, bis jetzt. Und da sind wir wieder. Ja, die kluge Truppe gegen Uruns alte Horde. Das hier wird kein normales Ligaspiel. Erst einmal, wenn jemand stirbt, ist es nicht so schlimm. Denn das Ganze hier ist ein Freundschaftsspiel. Wir machen ein Relegationsspiel, ein Abstiegsspiel. Wobei ich nicht die Möglichkeit, das Risiko habe, abzusteigen, sondern aufzusteigen. Das ist ein Abstiegsspiel für Orun und ein Aufstiegsspiel für mich. Irgendwie sagt schon was über die Sportler, wenn sie wohl sowas definitiv erstmal Abstiegsspiel nennen, ne? So. Der Gegner entscheidet, ob er angreift oder verteidigt. Gut. Wir sind momentan in Liga 4, Orun in Liga 3 und ja, wenn ich gewinne, wechseln wir die Plätze. Und dann schauen wir mal, ob wir gewinnen. Da vorne sind Schwarz-Orks, das ist nicht gut. Packen wir mal Blodger nach vorne. Im Prinzip machen wir es genauso wie... Sonst auch. Bloß ist es diesmal nicht so schlimm, wenn wir gute Spieler nach vorne stellen müssen. So, die Assassinen kommen da als Verstärkung mit hin. Obwohl, Moment, ich überlege mal, wie sind Verteidigung. Eventuell wäre es ganz gut, wenn wir die Assassinen rausnehmen. Wenn wir nicht gerade im Angriff sind. Im Angriff kann man das Stechen gut benutzen. So, Moment. Zack. Und Tony Stark. Bringen wir den noch rein? Statt eines Läufers vielleicht? Nee, Lex Luthor nehmen wir raus, weil er noch nicht gelevelt genug ist. Und hier kriegt man auch keine Erfahrungspunkte, also was soll's. So, die packen wir hier hinten als eventuelle Verstärkung hin. Na, kommst du mal bitte rüber. Die Blitzer gehen an die Seite. Und ganz an die Seite bringen wir unsere Hexenkriegerin. So, ich denke, das haut so dann schon hin. Und bestätigen. Ich muss mir nur jetzt immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass wir keine SSP bekommen. Das heißt, ich darf nichts dafür riskieren, die zu kriegen. Die dürfen meine Spielweise nicht beeinflussen. Machen sie ja eh relativ selten, aber... Wenn, dann ist es ja immer noch ein zusätzliches Risiko und das dürfen wir nicht machen. Jetzt schauen wir uns mal an, was er hier für böse Leute hat. Ein Stufe 4er Schwarzorg. Okay. Was ist das hier? Standfest, ne? Ja, okay. Kann nicht weggeschoben werden. Umgeworfen kann er trotzdem werden. Ja. Aber natürlich unterstützen. Nicht so schön. Ein Blitzer mit Ball aufheben. Oder ist das Ball sicher? Ball entreißen. Gut, ich bin echt schlecht darin, mir die Symbole zu merken. Okay, den müssen wir also von unserem Ballträger fernhalten. Am besten brechen wir ihm die Arme, dann geht das.
Und hier haben wir einmal natürlich Knochenbrecher. Und was ist das? Zerquetschen. Kann diese Fähigkeit nach einem Block einsetzen, falls er neben dem Opfer steht und dieses zu Boden geworfen wurde. Dann kannst du den Rüstungs- oder Verletzungswurf für das Opfer wiederholen. Der Spieler, der die Fähigkeit Zerquetschen einsetzt, wird auf sein Feld gelegt. Du machst dafür keinen Rüstungswurf. Okay, und was wäre der letzte Satz? Führt nicht zum Rundenende, sei denn der Spieler besitzt den Ball. Okay, ich mag die beiden nicht. Und den hier, den mag ich auch nicht. Den mag ich auch nicht, der Tackle. Und ja, den sollte man wahrscheinlich auch kaputt machen. Der hat tatsächlich Ballgefühl. Also auch nicht Ball aufheben. Wie ich es auch wieder bei dem Symbol gedacht hätte. Gut. Das wird hart. Eine harte Orkmauer. Und der hat noch Ersatzspieler, aber die haben nichts. Okay. Seine guten Spieler sind alle auf dem Feld. Jetzt wünschte ich, ich hätte einen Kicker. Irgendwo hinten in der Ecke. Na gut, wenn ich einen Kicker hätte, würde das natürlich auch wieder anders aufstellen. Aber trotzdem wäre es schon mal ein Vorteil gegen Orks. Ein recht langsames Team. Wenn wir da den Ball haben, können wir eventuell Punkte rausholen. Ein Unentschieden wird wahrscheinlich für ihn gelten. Ich bin nicht sicher. Ich frag mal. Oh. So. Ich schätze, dass ich dann einfach unten bleibe. So, noch Standardbegrüßungsformeln. Okay. Unentschieden reicht mir also. Ach ja, Urun hat trotz dieses Spielers noch einen Zauberer. Das wird unschön, wenn er dazu kommt, den einzusetzen. Okay, und Urun bekommt einen zusätzlichen Wiederholungswurf. Auch nicht schön. Er hat 5 Wiederholungswürfe. Im Prinzip kann er machen, was er will. Und er hat eins von diesen hier. Was auch immer genau das ist. Eventuell ist das der Assistenztrainer. Plus 2 für den Assistenztrainer. Hm. Also, ich nehme an, er wird jetzt erstmal Leute umhauen. Dafür sind die Schwarzorks schließlich gut. Oh, verdammt. Will er etwa... Also ich an seiner Stelle würde natürlich versuchen, sofort die Hexenkriegerin hier loszuwerden. Unsere falsch geschriebene Felicity Smoke. Ja, da macht er das. Und nichts da. Ha! Und da kann er dann natürlich das auch da auch nicht hinterher. Also hinterher hopsen. Mitgehen könnte er, aber warum sollte er? Gut, wenn er da nicht noch jemanden ranholt. Er holt noch jemanden ran, okay. Dann hätte ich den hier immerhin mit 2 Würfeln angreifen können. Kann ich aber auch so. Ich hole Bruce Banner ran und dann wird gehauen. Und sehr gut, bleibt stehen. Orks können uns gar nichts. Auch mit den Standard 2 Würfeln von dem Stärke 4er. Und wieder nicht. Das könnten jetzt 3 Würfel werden. Moment, er hat 4, 5, 6. Ja, das sind 3 Würfel. Er hat das doppelt. Oh, nein, er folgt nicht. Okay. Obwohl, ich bin nicht ganz sicher. Vielleicht braucht man das mehr als das Doppelte für die 3 Würfel. Gut, niemand fällt diese Runde. Sehr schön. Ich meine, klar, wir werden hier definitiv zurückgedrückt. Aber das war's dann auch bisher. Wir könnten Gregory House dort wegholen und hier mit ranstellen.
Dann haben wir ihn von den Orks hier ein bisschen weg, das schon, was schon mal gut wäre. Abstechen, erstechen, Entschuldigung, bringt hier überhaupt nichts, weil die alle Rüstung 9 haben müssten. Selbst die Feldspieler. Oh, hier, der hat das wenigste, Rüstung 8. Da hat das Beigefühl geholfen. Heißt doch Beigefühl, ja? Hm, genau. Den da will ich immer noch loswerden. Und das dürften wir eventuell auch hinkriegen. Wenn wir mit Lelouch dorthin gehen, dann können wir hier raufhauen. Das Beste wäre, wenn wir ihn direkt hier hinpacken können. Dann könnten wir hier zweimal angreifen und einmal hätten wir da noch einen Würfel, weil wir dann neben dem Ballträger stehen würden. Vorausgesetzt, der erste haut nicht um. Können wir da hingehen? Wir müssten einmal ausweichen und zwar kein schönes Ausweichen. Ja, das ist alles nicht so schön. So. Dann hauen wir den hier mal um. Sehr schön. Und wir folgen. Dann können wir nämlich den nächsten noch umhauen. Den will ich eigentlich... Wir folgen mal. Wir greifen hier noch nicht an. Wir machen uns nur bereit anzugreifen. Er hat niemanden mit Rasen, deswegen kann er mich hier nicht direkt wegschieben. Wir bleiben hier auf Verteidigung. Und einmal schieben, gibt aber immer noch zwei Würfel. Und da liegt er. Und jetzt können wir hier noch gemein sein. Sind wir gemein? Ich weiß nicht, wie die Wahrscheinlichkeiten hier sind. Deswegen will ich erst einmal mit den Leuten hier ausweichen. Wunderbar. Und wunderbar. Da geht der Apotheker. Den könnte er jetzt hier tatsächlich direkt... Oh, das ist doof. Das kann ich nämlich nicht wegapothekern. Oh, aber er hat den Apotheker nicht eingesetzt. Das heißt, der Spieler ist ihm offenbar nicht so viel wert. Ja, er wirft niemanden um. Ich kann direkt einen verletzen. Die Frage ist, warum ist der eben nicht so viel wert? Will er die Schwarzorks damit schützen? Ich meine, klar, so einen Schwarzorks vom Feld fliegen zu lassen, ist doof. Vielleicht geht es ihm nur um den Ballträger. Oder er hat nicht dran gedacht, dass er damit den zum Auswechselspieler machen kann. Also, weil das so relativ selten passiert. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall 10 gegen 10. Das ist ganz gut für mich, theoretisch. Sobald ich den Ball kriege. Wenn ich den Ball nicht kriege... Also solange er den Ball hat, wird es für mich mit einer geringeren Spieleranzahl schwierig ranzukommen, auf jeden Fall. Aber wenn ich den Ball erstmal habe, dann kann ich ihn einfach wegwerfen, selbst wenn ich ihn dadurch nicht aufheben kann. Und es wäre ein Vorteil. Und kipp, 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 kipp. Mhm. Wenig kippen. Ich weiß nicht, warum nicht. Hm,
Und kipp, 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 kipp. Du sollst doch kippen, Mensch. Dann kipp du bitte. Kipp, 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 kipp. Ich meine, klar, er könnte es rerollen, aber ich will, dass die Rerolls weg sind. Ich gehe nicht davon aus, dass ich hier, also ich ging nicht davon aus, dass irgendeiner hiervon tatsächlich im nächsten, den Zug beenden würde. Aber ich hatte gehofft, wenigstens einen der fünf Rerolls loszuwerden. Okay, ab Runde 4 macht sowieso nichts mehr so viel aus. Okay, da kann er sich einfach nochmal ein bisschen in den Weg stellen. Die beiden wird er aufstehen lassen, einfach damit sie böse rumstehen können. Wir können natürlich hier rein. Also wir können es versuchen, hier reinzukommen. Wenn wir von... wenn wir Ozymandias hier hinstellen, können wir den hier rauswerfen. Obwohl, nee, können wir nicht. Dann würde der hier hin sausen, wenn wir von hier angreifen. Wir müssten direkt von hier angreifen dafür. Oh, da fällt der erste Elf. Und... nichts passiert. Wunderbar. Da stehen wir sogar jetzt besser. Beziehungsweise liegen wir besser. Gut, er kann natürlich nicht rüberrennen. Das ist... wichtig. Wir müssen hier zwei Leute hinstellen, damit wir ihn effektiv verlangsamen können. Sonst kann er einfach einen umwerfen und durchrennen. Das dürfen wir nicht zulassen. Ja, hier kommen wir nicht auf mehr als einen Würfel. Aber ein Würfel reicht auch. Wir haben schließlich beide Blocker hier. Okay, lassen wir zuerst die laufen, die nicht würfeln müssen. Oder besser gesagt, den laufen, der nicht würfeln muss. Und wunderbar, die zwei, mehr brauchen wir aber auch nicht. Jetzt könnten sie noch hier durch. Da wollen wir bitte genau das gleiche nochmal haben. Sehr schön. Und... okay, wunderbar. Das war das Wichtigste in diesem Zug. Jetzt kommt das weniger Wichtige. An den Ballträger ran. Das Doofe ist, wenn wir hier dann stehen, stehen wir am Rand. Das will ich gar nicht. Was wir machen könnten, wir könnten hier hinspringen. 67% Chance. Mit einem Reroll ist das gar nicht so unsicher. Die Frage ist, würde uns das wirklich was bringen? Ich glaube nicht, nee. Okay, wir können uns mit Semenza Carter hier hinstellen. Damit Ozymandias angreifen. Stehen bleiben und dann hier hinlaufen. Dann stehen wir direkt neben dem Beiträger, aber nicht am Rand. Dann stehen wir allerdings mit Semenza Carter am Rand. Aber ich glaube nicht, dass er da... achso, nee, Moment, mit Semenza Carter stehen wir ja hier. Da wollen wir uns ja hinstellen. Ach Gott. Mitdenken, Airesu. Das ist nur ein Schieben gewesen. Wir bleiben... und stellen uns hier mit rein. Hier wollen wir nicht angreifen. Hier hätten wir den einen Würfel. Wenn wir hier aufstehen, haben wir zwei Würfel beim ersten Versuch. Doch. Oh, Moment. Achso, ja klar. Der hier gibt ja, gab ja von Anfang an nichts. Da hätte ich irritiert sein müssen. Und werfen wir den noch um oder laufen wir los? Wir werden loslaufen. Nee, okay, wir werfen den noch um. Und wir bleiben.
Gut, hier wollen wir noch aus der aus dem Angriffsfeld rausgehen. Ich denke, hier würden wir ganz gut gehen. Au! Da geht unser erster Reroll. Oder nehmen wir dafür einen Reroll überhaupt? Nee, nehmen wir nicht. Okay, hier kommt er nicht direkt durch. Mit Orks sieht man selten ein Ausweichspiel. Deswegen wird er das wahrscheinlich nicht tun. Und selbst wenn, wird er das nicht mit den Schwarz-Orks tun. Das heißt, er stünde quasi ungeschützt da. Was er mit hoher Wahrscheinlichkeit tun wird, ist hier angreifen. Die Leute, die am Ballträger stehen. Oder spezifisch der Lloyd, der am Ballträger steht. Ozymandias. Der ist noch nicht ganz sicher hier, wenn man ihn hier ein Stück nach vorne, also ein Stück zur Linie schieben würde. Und dann noch blitzen würde, zum Beispiel mit Killrock Todklaue, dann könnte er rausgeworfen werden direkt. Okay, er stellt sich hier hin, um weiter zu nerven. Das gefällt mir gar nicht. Hält mit drei Leute fest. Das heißt, er wird die Formation wahrscheinlich auflösen, sobald wir dort einen wegkriegen. Was kein großes Problem sein sollte. Jetzt, wo sie 5 Geschicklichkeit hätte, wäre Springen toll. Das dürfte dann nämlich theoretisch mit 83%iger Chance klappen. Das ist, soweit ich mich erinnere, geschicklichkeitsabhängig. Gewandtheitsmove. Und da will er hin. Nein, das Ausweichen nimmt er nicht. Erst will er ihn weghauen. Da. Und da liegt er. Okay. Er kommt weiter voran. Das ist nicht schön. Kipp, 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 kipp. Gut, jetzt muss er noch die Leute nachziehen. Der Käfig ist jetzt hier hinten stärker, aber hinten muss er auch stärker sein. Obwohl, können die Schwarzorks... Zwei... Ja, der muss tatsächlich 2 Go-Foils nehmen, um dorthin zu kommen. Und bisher haben sehr viele Go-Foils geklappt. Das heißt, so langsam wird Zeit, dass einer misslingt. Oh, es könnte sein, dass er den einfach offen lässt, weil hier hinten eh schon gut abgedeckt ist. Wir haben hier nur einen Angriff und ich würde fast sagen, wir machen das hier bei Killrock und versuchen dann so viele Leute wie möglich ranzustellen. Eventuell wäre es sinnvoll, vorher Leute ranzustellen, dann könnten wir den Stück zurückschieben eventuell. Wenn wir hier die beiden Lücken füllen und den umwerfen würden, dann könnte man damit Slosh nach hinten schieben, was uns nichts bringen würde. Okay, da hätten wir einen Go-Foil drin, das gefällt mir nicht. Das heißt, wir laufen einfach so. Du, du stehst einfach auf und nervst ihn ein bisschen mit deiner ihren Präsenz. Ja, wirklich viel besser können wir es hier nicht machen, ne? Dann gehen wir hier hin. Mit Einwürfe könnten wir da stören. Die beiden können nicht ausweichen, deswegen machen wir das später. Okay, wir stellen uns hier hin. Da verzichten wir auf den Gratisangriff, hier aber nicht. Okay, das reicht mir. Und wir folgen. Da hätten wir einen Go-Fight, das mag ich nicht. Dann gehen wir da so hin.
Und du gehst hier hin. Ja, den einen Schritt da noch nach vorne, damit er dort mit dem Schwarzort nicht so einfach weg kann. Dann gehen wir noch dorthin. Und hier hin. Okay, das hat geklappt. Will ich hier rausrennen? Wenn wir umkippen, ist es ein weiterer Rüstungswurf. Aber er hat das eingebaute Ausweichen. Okay, wunderbar. Aber er mogelt sich einfach immer weiter durch. Das gefällt mir nicht. Gefällt mir gar nicht. Wie soll ich an den Schwarzorks vorbeikommen? Eventuell war das der Gedanke da, wohinter, als er gesagt hat, dass er den Apotheker da für den anderen nicht benutzen will. Wie will der dunkle Elf an den Schwarzorks vorbeikommen? Und ich habe keine vernünftige Antwort. Natürlich, wenn ich ganz viele Leute zusammenziehe, ja. Aber so viele Leute habe ich ja nicht. Gut, zumindest steht Gregory House noch. Das ist gut. Der Käfig bleibt damit intakt. Wir versuchen es mit meiner Deckung. Klappt nicht, schade. Das wäre so schön gewesen, wenn direkt der nächste neben dem Beiträger stünde. Ja, vereitle Manndeckung. Das ist so merkwürdig. Es ist hier diese Verneinung im Prinzip, auf die man würfelt. Man würfelt darauf, versagen zu können, und man schafft es zu versagen. Und da fällt L. Aber wenigstens verbraucht er dafür einen seiner Paus, ne? Jetzt ist es unwahrscheinlicher, dass er weitere Paus würfelt. Und da läuft der Beiträger schon wieder nach vorne. Der soll damit aufhören. Hör auf, geh zurück nach hinten. Hier ist sicher. Geh dahin. Da steht ja immer noch der halbe Käfig. Das ist doch schon mal gut. Ich weiß gar nicht, ob es so klug für ihn jetzt wäre, nach vorne zu gehen. Ich meine, er kann nur noch den einen Schwarzock richtig bewegen. Ja doch, mach das. Geh dahin. Ah, eventuell sehen wir gleich einen Blitz gegen Ozymandias wieder. Da kommt er. Wieso wieder? Vorhin war es ja gar kein Blitz. Aber Ozymandias steht. Natürlich ausweichen, auch wenn ich hier dann an der Ecke stehe. Was? Er stellt mich nicht an die Ecke? Warum nicht? Eventuell will er den Ball... Nein, den Ball hier hinbringen würde keinen Sinn ergeben. Okay, er stärkt hier den Käfig. Das heißt, er wird wahrscheinlich Lelouch angreifen, damit der hier weg ist. Ich hätte mir wirklich jemanden nehmen sollen, dessen Namen ich aussprechen kann. Tja, werde ich wohl nochmal Code Geass gucken müssen, damit ich den Namen wieder im Kopf habe. Zu schade. Okay, das ist nervig. Die zwei Unterstützer nebeneinander. Das heißt, ich muss den hier wegkriegen, damit ich hier überhaupt eine Chance habe, Murata Zornfaust anzugreifen. Ich habe übrigens auch nachgeguckt. Bisher habe ich keine wirkliche Verbindung gefunden zu irgendwas. Könnte Warhammer sein vielleicht. Oder... Na, es sind die normal generierten Namen. Was dann auch irgendwie Warhammer wäre. Okay, ist das hier verdammt voll? Er hat ein mehr Stärke. Das heißt, mit zwei mehr Stärke haben wir ihn übertrumpft. Das heißt, wir können Jason Solo hier ranstellen und noch jemanden. Und dann haben wir hier schon die zwei Würfel. Okay, erst einmal werfen wir den hier um, ne? Dann stehen wir wieder neben dem Beiträger.
Dann. Dann könnten wir jetzt theoretisch den Ballträger blitzen. Da wäre es ganz gut, wenn der da schon weg wäre. Wir müssten mit Lelouch blitzen, damit wir da hinten noch blitzen können. Wollen wir das? Ich glaube fast, das wollen wir. Denn ein Schieben reicht uns. Und wir bekommen mehr als ein Schieben. Sehr schön. Er kann noch standfest gehen, was nicht ganz angenehm ist, weil jetzt der Weg hier ein bisschen versperrt ist. Aber eben nur ein bisschen. Hier haben wir die zwei Würfel. Das rerollen wir tatsächlich. Und da liegt er. Und wir bleiben. Sehr schön. Jetzt können wir hier den Ball aufheben, obwohl können wir... Ja, sehr schön. Und der Reroll war schon draußen. Verdammt! Wirklich verkehrte Welt. Ich kann mich hier durchprügeln, aber nicht Ball aufheben. Mit Geschicklichkeit 5. Und das ist gar nicht gut für Ozymandias. Den hätte ich vielleicht ein bisschen früher dort wegbewegen sollen. Ah, okay, das ist gut. Naja, nee, okay, wir reichen aus. Er wird mich wahrscheinlich jetzt... Doch nicht, er schiebt mich weiterhin nicht an den Rand. Er will ihn versuchen, richtig umzuwerfen, offenbar. Und der Tackler, das heißt, ausweichen funktioniert nicht mehr, aber ich brauche es auch gar nicht. Sehr schön. Und da komme ich an den Rand. Ja. Das heißt, im nächsten Zug werde ich versuchen müssen, mit ihm zu springen. Und das ist dann frustrierend, wenn man ihn an die Wand geschoben hat, mühsam, und der dann einfach rüberhopst. So. Jetzt gucken wir mal, was er mit dem Ball macht. Ich hoffe, er lässt ihn einfach komplett in Ruhe, damit ich ihn nehmen kann. Das wäre sehr schön. Der Plan war übrigens eben, den Ball zu nehmen und ihn zu werfen. Was auch ein doofer Plan war, weil Ozymandias dadurch dann natürlich trotzdem hier am Rand, an den Rand hätte gebracht werden können. Oder auch rausgeworfen werden können. Das heißt, ich hatte von Anfang an einen doofen Plan. Okay, Senator Carter liegt am Boden. Aber ihr geht's gut. Kann im nächsten Zug theoretisch wieder angreifen, wenn sie möchte. Was sie nicht möchte. Nicht einen Schwarzorb. Eventuell der Blitz gegen Felicity Smoke. Um sie vom Ball wegzukriegen. Oh, kein Blitz. Er greift mit Hickloon Felskopf an. Und sie weicht aus, wunderbar. Wirft er sie auf den Ball? Nee. Will sie vom Ball weghaben. Das heißt, er wird mit dem Werfer wahrscheinlich direkt wieder hingehen. Der dann auch wieder vollkommen frei steht. Oh, aber er kann natürlich den Ball wieder reinholen. Genau, das tut er. Dann kann er mit Totklau wieder aufstehen, Schattenkralle ranholen. Oh. Oh. Ich habe unterschätzt, wie langsam die sind. Aber trotzdem, das hat funktioniert. Also kann das genau so machen. Natürlich kann Totklau direkt wieder umgeworfen. Oh, da kommt der Blitz. Okay. Und Sherlock Holmes fällt. Nicht schön. Wir haben den einen Würfel hier. Zwei Würfel, wenn wir hier aufstehen. Gut, Tony Stark lässt sich nicht einfach umkippen. Also, umwerfen, das ist schön. Das heißt, wir können mit Jason Solo hier hingehen.
den hier umwerfen im besten Falle und stehen dann wieder am Ballträger. Da kippt er, deswegen hat man Ausweichen. Das lernen die Orks einfach nicht. Ja, du stehst bitte auf. Und da kippt der nächste Ork. Wir folgen. Dann stehen wir nämlich direkt hier neben und können den auch noch umwerfen. Oder zumindest wegschieben. Wir folgen. Da wir den Beiträger nicht direkt blitzen können, wäre es eventuell sinnvoll. Okay, du stellst dich hier mit dran. Erst einmal ist es sehr sinnvoll, dass zwei hier weggehen. Erst einmal hat es hier ein... Ne, das ist immer auf die 67. Okay. Wunderbar. Und dann gehst du hier mit hin. Dann gehen wir hier hin. Jetzt haben wir hier die zwei Würfel und den einen Würfel dann, falls es nicht klappt. Dazu müssen wir auch in die richtige Richtung gehen. Also, achso, die richtige Richtung. Ne, ja. Egal. Da habe ich wieder kurz einen Denkfehler gehabt, weil auf dem Feld wäre ich ja so... Nee, doch nicht. Das war schon richtig. Ich habe einen Denkfehler gehabt, als ich gesagt habe, ich hätte einen Denkfehler. Und wir gehen... Ja, wo gehen wir hin? Hier hin. Tschüss! Da stehen sie rum, die Schwarzorks. Und gucken auf einen leeren Grasfleck. Wenn wir es jetzt in diesem Zug nicht schaffen, den Ball zu kriegen, dann wird es sehr unwahrscheinlich, dass wir noch in dieser Runde den Touchdown hinkriegen. Also wir müssen auf jeden Fall jetzt in der nächsten Runde loslaufen. Und dann irgendwie noch den Ball rüber kriegen. Wie ich mich jetzt aufregen würde, wenn er den Ball rüberpassen würde und der Schwarzock durchliefe. Ich meine, klar, es ist extrem unwahrscheinlich, weil ein Schwarzock, dass er einen Ball fängt und ausweicht. Naja, unwahrscheinlich. Und die ersten zwei Aktionen sind ja schon durchs Aufstehen draufgegangen. Also ich an seiner Stelle würde versuchen, Felicity Smoke rauszuhauen. Eine Geschicklichkeit 5er kann den Ball theoretisch ziemlich weit nach vorne bringen. Au, 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 au. Okay, nichts gut. Alles gut. Alles gut. Dem geht's gut. Und er legt sich noch in den Weg, das ist ganz schön. Ich meine, wo soll er sich sonst hinlegen, wenn ich in den Weg, ne? Und der rennt einfach... Oh nein, du wirst doch nicht einfach ein Passspiel machen. Nein, der versucht einen Käfig zu bauen, ne? Er macht ein Passspiel. Das gibt's doch nicht. Kann er durch? Er kann durchlaufen. Okay, jetzt muss ich noch den Anhang mitschreiben, weil er noch was anderes macht. Oh! Oh! Und? Nee, okay. Okay, das wäre gemein gewesen. Hätte ich dadurch einen Sieg gemacht, dann wäre es kein Verdienter gewesen.
Wir haben eine Chance auf den Sieg. Auf den Touchdown in dieser Runde noch. So, was machen wir? Schnell nach vorne rennen. Ich glaube, ich lasse Felicity Smoke erstmal hier hinten, um mir den Pass möglicher zu machen. Mit Geschicklichkeit 5 kann man einen relativ guten langen Pass machen. Und sonst werden wir eben versuchen durchzulaufen. Er wird höchstwahrscheinlich Leute noch an die Seite stellen, sodass es nicht so einfach wird. Ziemlich nervig ist es immer, wenn Orks sich hier in dieser Zweierposition aufstellen, sodass man nicht ohne Ausweichen durch kann. Das wäre ein Doppelausweichen dann, um durchzukommen. Wenn das da ist, dann muss ich eventuell doch mit Felicity Smoke durchlaufen. Damit wir überhaupt eine Chance haben, weit genug vorne zu sein. Und sie hätte ja auch dann bei dem Doppelausweichen noch die 83% Chance. Und den Weeble. Aber bisher sieht es nicht so aus. Eine ziemlich zentrale Aufstellung. Wir dürfen uns auf jeden Fall nicht direkt an den Rand stellen. Für den Fall, dass er einen Zusatzzug vor meinem Zug bekommt. Das wäre sehr unangenehm. Eventuell bringen wir Lex Luthor hier ran, damit wir direkt zuhauen können. Das wäre ganz praktisch. Ein Springer hier vorne wäre auch nicht unpraktisch. Na, jetzt müssen wir hier blitzen. Das ist nicht gut. Okay. Wir gehen mit dem Mensa Carter hier hin. Ozymandias bringen wir hier hin. Artemis Fowl kommt hier mit hin. Okay, L bringen wir hier hin, bevor er ausgetauscht wird durch Lex Luthor. Okay, wir haben jetzt hier den Blodger und so. Er kann dann im Notfall direkt loslaufen, beziehungsweise nicht nur im Notfall, er kann dann später direkt loslaufen. Es geht ja jetzt darum, möglichst mobil zu sein. Ja, okay. Ich meine, wenn sie durch muss, dann hat sie immer noch die 5 Geschicklichkeit. Also Voranstoß, Voranstoß. Ja, noch einen Wiederholungswurf. Damit ist er wieder auf 5. Okay. Alles gut. Okay, wir gehen hier hin. Machen unseren Hopser. Und laufen weiter. Nummer 1 ist drüben. Dann hauen wir den um oder weg. Okay, dann nur weg. Wir bleiben. Dann. Oh, ja. Tja, haben wir. Achso, da kriegen wir. Aber ja, klar, auch nur plus 1 Stärke. Das ist jetzt so ein bisschen ungünstiger. Gut, machen wir das. Oh, verdammt, das war doof! Ich habe vergessen, dass er noch keinen Block hat. Das war absolut dämlich. Hätte ich das mit einem der richtigen gemacht,
einem der richtigen, ja. Hätte ich das mit dem richtigen gemacht, wäre das ja noch kein Problem gewesen. Das hätte ich dann auch nicht gewürdet. Aber jetzt, tja. Moment mal. Achso, nee, doch nicht, ja. Ich habe hier kurz bei Jason Solo geguckt. Ich dachte eben, ich wäre noch dämlicher, als ich war. Und da fällt Ozymandias. Nee, er fällt nicht. Sehr schön. Er steht noch weiter rum. Das ist gut. Noch haben wir durchaus eine Chance, mit Ozymandias den Touchdown zu machen. Wir können wieder rüber hopsen. Was immer eine viel zu geringe Chance ist. Besonders jetzt, wo wir einen Reroll verschwendet haben. Generell Rerolls nie verschwenden. Merkt euch das. Wir könnten hier hinspringen. Dann haben wir danach kein Ausweichen. Das ist schon mal gut. Und dann durchlaufen. Bin nicht sicher, ob das auf die Bewegungspunkte geht. Das müssen wir gleich nachgucken. Den Wurf. Wie machen wir das mit dem Wurf? Jetzt Luther fällt, kein Problem. Das war absolut dämlich. Warum mache ich sowas? Ich weiß, dass ich mich da wiederhole. Aber das ist ein wiederholungswürdiger Fehler. Also nicht, dass ich ihn wiederholen sollte, aber... Okay. Um dahin zu laufen direkt, bräuchten wir ein... nur go for it. Jetzt wäre die Frage, wenn ich springe, ob ich dann... auf einmal zwei brauche. Lex Luthor können wir nur indirekt in den Weg stellen, aber bei Orks sollte das schon viel helfen. Du bist kein Ausweicher. Selbst wenn sie ihn angreifen können, können wir das Abspiel direkt zu Felicity Smoke machen. Deswegen ist das schon mal in Ordnung. Du stehst auf, du bleibst dort stehen. Okay, es zählt diese Punkte durchaus mit. Und weg von der Linie. Die können trotzdem alle hinterherkommen, was nicht schön ist. Das heißt, es muss noch ein Springen klappen. Und drei Springen in Folge klappt statistisch nicht. Zwei Springen in Folge ist mit einer 67% Chance noch kein Problem. Aber der dritte müsste statistisch gesehen misslingen. Das heißt, ich brauche da dann meinen Reroll. Und dann fängt die neue Dreier-Serie an. Ein Quadra Sky wäre jetzt sehr, sehr schön. Wirklich extrem schön. Okay, dann wird er hier hingeschoben wahrscheinlich. Obwohl. Oh, ja, okay, er lässt ihn einfach da. Gut, das geht auch. Ich dachte, dass er jetzt da eventuell jemand frei machen möchte, um noch mit ranzulaufen. Aber eigentlich, er hat da schon drei Leute.
mehr ranzustellen würde kaum noch was bringen. Das große Problem für ihn ist das Springen. Das kann er nicht verhindern, sobald wir aufstehen. Ein Foul wäre jetzt recht wahrscheinlich. Okay, alles gut. Noch zumindest. Kommt jetzt das Foul. Ich sehe da noch kein Foul, das ist gut. Wir können hier hinspringen und dann durchlaufen. Beides braucht einen Würfel. Oh, da kommt doch das Foul. Er hat keine Bestechung, das heißt, es könnte ihn Schwarzorb kosten für den Rest des Spiels. Und selbst wenn wir damit den Touchdown verlieren, wäre es das eventuell sogar wert für uns. Ich an seiner Stelle würde eher versuchen, mit Todklaue dort den Dings dazu machen. Und ich glaube, das tut er auch. Okay, doch nicht. Mit Dorotan? Au, 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 au. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Mir geht's gut. Sie steht bald wieder auf. Okay, wenn der weggeht. Was? Er will sich indirekt in den Weg stellen? Gegen Elfen? Das haut mich hin. Ich meine, ich kann verstehen, dass er hier die Elfen und Orks verwechselt, weil ich am Anfang ziemlich orkisch gespielt habe. Und seine Orks reagiert haben, als wären es Elfen, aber. Okay. Da kommt kein Foul. Interessant. Kein Angriff. Das ist. Doch, ich meinte Foul. Entschuldigung. Ich meinte das Foul hier natürlich. Au. Okay, alles gut. Mein Apotheker ist noch da. Den Apotheker kann ich natürlich benutzen, sobald irgendjemand irgendwas hat. Weil Freundschaftsspiel. Okay, jetzt kann er ihn wegschieben und dann kann er theoretisch mit Kupferblut faulen. Dann hat er auch eine bessere Chance als die 58er von vorhin. Oh, obwohl, kommt er? Nee, okay. Also er käme hin allerdings mit dem einen Go for it. Was man auch wieder nicht will. Andererseits, vielleicht will man schon in der Situation. Aber er denkt wahrscheinlich langfristig über die zweite Halbzeit schon nach. Und will dann niemanden verlieren. Andererseits, er hätte noch einen Auswechselspieler. Gut. Kein großes Rumgealber. Aufstehen. Und Routenberechnung. 67 ausweichen mit eingebautem Reroll. Dann das 83er mit Reroll. Dann das 83% zum Ball gehen. Wir machen das so. Wunderbar, es hat geklappt. Wir übergeben hier den Ball. Ja. Danke sehr. Wir machen hier den Weg frei. Er hat uns hier einen Gefallen getan, indem er den da weggeholt hat. Wir. Dumm wie dumm. Wir bleiben. Haben da ein Go for it mit drin, was mir nicht gefällt, aber wir machen es. Sehr gut. Dann können wir den nämlich wegkriegen. Wir bleiben.
Wir laufen bis hierhin. Wir haben unseren Reroll noch. Und Nummer 1 hat geklappt. Fang ihn, fang ihn, fang ihn, fang ihn. Wunderbar. Oh. Elfen. Oh Gott. Das war anstrengend. Aber man will es nicht anders. Gut, damit endet die erste Halbzeit im Unentschieden. In der nächsten fange ich mit einem kleinen Vorteil an, weil ich Angriff habe. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Halbzeit, in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, Mittagskommentare und adios.